Hallihallo, Freunde, ich grüße euch. Ich bin's wieder, der Gunner. Ja, und neben mir, da, ne, da, das ist Captain Spooner. Hallo, Captain Hallöchen. Spooner. Ja, wir stehen hier wieder mal auf den Dächern von A-Corp in Area 4 heute. Wir haben strahlenden Sonnenschein, leichte Wolkenbildung und eine super Aussicht. Also ihr seht das ja hier so hinter mir, ne? Ja, natürlich sind wir nicht umsonst hier. Ich habe wieder, oder wir haben, muss man ja sagen, wir haben euch wieder ein Schiff hier mitgebracht und werden das jetzt gleich mal ein bisschen vorstellen. Vorerst muss ich aber noch sagen, es tut mir leid, dass so lange kein Video gekommen ist, aber ich war ausgenockt. Ich hatte mich nach dem Bar Citizen in Berlin, habe ich mir irgendwas eingefangen, mitgebracht. Auf jeden Fall habe ich eine Woche im Bett gelegen und mich auskuriert, ne? Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da und deshalb kommt jetzt eine neue Schiffsvorstellung. Und ja, welches Schiff habe ich heute für euch? Wir gehen mal gucken, würde ich sagen. Und das geschulte Auge erkennt direkt die Form. So, es ist ein Schiff der Vanguard-Serie. Doch welches ist es? Fragen über Fragen. Werden wir die Antwort bekommen? Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ja, wie ihr ja wisst, besteht die Vanguard-Serie im Moment aus vier Schiffen. Ich muss gerade überlegen. Ja, vier Schiffe sind es. Es gibt also die Vanguard Warden, die Vanguard Harbinger, die Vanguard Hope Light und die Vanguard Sentinel heißt sie. Ne? So, ja, wir machen wie immer, wir fangen erstmal mit den Maßen an. Ja? Und zwar haben wir hier in ganzer Pracht stehen 38,5 Meter Länge in einer Breite von 40 Metern. Das zählt übrigens, wenn die Tragflächen ausgefahren sind. Also der hat ja diese Schwenkflügelmechanik. Ne? Wir haben eine Höhe von 8,5 Metern. Das Schiff, was ich hier habe, ist übrigens die Hope Light. Die ist als ja, ist also gehört zu dieser Weltraumjägerklasse der Vanguard-Serie, ist aber als Dropship und da bin ich ein bisschen weg von. Also ist natürlich der große Oberbegriff ist da Dropship, aber es ist mehr ein Enterschiff, muss man einfach sagen. Weil es ist eigentlich ja für den Bodeneinsatz, um Mannschaften abzusetzen, kann man das nehmen, aber es ist dafür nicht ganz so gut geeignet. Ne? Im Gegensatz zu den anderen Dropships, die wir so haben, wo wir dann ja, den Brückenkopf quasi sogar freiräumen können mit der Bewaffnung, ist das hier eher was so als Enterschiff. Ne? Im Raum würde ich sagen, Boarding, da sehe ich so ein bisschen die Hope Light. Wir brauchen eine Person dafür. Es ist eigentlich ein Single-Seater. Er ist mit einer Person voll, ja, funktionsfähig. Wir haben oben einen bemannten Turret drauf. Das heißt, es kann also, wie gesagt, hier eben mit zwei Mann effizient benutzt werden. Und ja, wir haben noch die Masse habe ich noch rausgesucht. Das sind 234,87 Tonnen. Das ist auch schon mal eine richtige Hausnummer. Dieses Schiff hier ist übrigens nicht original. Auch das wird das geschulte Auge schon gesehen haben. Der Captain Spooner hat so ein Schiff kein Tag in der Hand. Da ist es schon komplett gepimpt. Pimp my Vanguard, ja. Genau. Und wir gehen erstmal außen rum, gucken uns das Außen hier so ein bisschen an und dann gehen wir nach drin. So, also, ich erzähle euch immer die Standardausrüstung, nicht, dass ihr euch wundert, das hier ist etwas anderes. Vielleicht kann der Captain Spooner ja dann erzählen, was verbaut ist und ich erzähle euch, was standardmäßig drin ist. Und ja, wir fangen mal mit dieser wahnsinnig fetten Kanone hier unten dran an. Und im Original ist das eine ballistische Gatling, und zwar die Revenant.
Und das ist eine Size 4 an einem Size 5 Gimbal. Das heißt, wer hier mit Fixed Weapons fliegt, kann, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, bitte verbessert mich in den Kommentaren sehr gerne. Aber ich bin der Meinung, den Gimbal wegmachen, kannst du eine fixe Size 5 Waffe dran bauen und hast Spaß. Ja, aber das ist noch nicht die große Besonderheit, also es ist eine ziemlich große Knifte. Captain Spooner, was hast du hier verbaut? Das müsste die Attrition sein. Eine Attrition von Esperia. Esperia ist ja eigentlich dieser Alien, Alien-Hersteller, ne? Also das ist wahrscheinlich von irgendeinem Alienschiff die Waffe, oder? Nee, die kannst du ganz normal kaufen Ah, eigentlich. Also okay. die gibt's so, ja. Attrition Ja. 5 ist das, genau. Okay. Gut. Dann die große Besonderheit sind hier, die Vanguard-Serie hat sogenannte Nasenwaffen. Ja. Und im Original sind hier, das sind Size 2, 4 Stück an der Zahl. Und da sind normalerweise BRVS ballistische Repeater verbaut. Und ja, vier an der Zahl hier vorne, auch ein böses Biest. Und da sieht man auch schon wieder, das ist auch nicht das Original, oder Captain? Richtig. Was hast du da verbaut? Da sind GVSR drin. Alles klar. Wie gesagt, müssten das sein, ja. Die Kämpfer unter euch wissen jetzt genau, was er gesagt hat. Ich verstehe da immer nur Bahnhof. Oder muss ich jetzt? Muss ich Shuttle sagen? Ich verstehe immer nur Shuttle. Das finde ich auch gut. So, aber wir machen mal weiter. Dann haben wir noch da oben den bemannten Turret. Und das ist ein bemannter, also hier steht in meinen Unterlagen Size 6 Turret. Und da ist eine, ist, oder ist ein bemannter Turret. Und da sind Size 2. SW 16 BR2 Sawbuck ballistische Repeater drauf gebaut, aber auch da hat unser Captain wahrscheinlich was anderes drauf gebaut. Richtig, da ist ein FL-22 Laserkennens drauf. Ratzengel, sag ich dazu. Da knallt's auch richtig. Ja, sonst finde ich sie optisch total schick. Sie hat auch noch Raketen übrigens, die will ich euch nicht unterschlagen. Ich weiß aber gar nicht, wo die hier sitzen bei dem Ding. Hier vorne irgendwo, sieht man das? Oder oben? Oder ist das so ein verdecktes Ding? Ich laufe mal hier so ein bisschen zurück. Vielleicht sieht man da irgendwo was? Nee. Also, ich weiß gar nicht genau, wo die Raketen hier bei dem Jüngelchen sitzen. Aber auf jeden Fall haben wir an der Zahl 8. Und zwar sind das Size 4 Raketen-Racks und da sind jeweils viermal Size 2 Ignite 2 oder Dominator 2, also auch vier Stück davon drauf verbaut, um seinen Forderungen ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Ne? Sogar Ja. nee, die sind oben drauf, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ah, Also, ich oben. weiß, dass sie jetzt oben drauf sind. Oben drauf. Okay, alles klar. Genau. Dann gucken wir nachher nochmal, wenn wir in der Außenansicht sind. Da gehen wir noch einmal rum und gucken sie uns nochmal von oben an. Und ja, wir haben, was ich eben schon gesagt habe, wir haben eine Klappflügelmechanik, was sie ja etwas platzsparender erscheinen lässt. Sie ist natürlich trotzdem immer noch ein ziemlich großes, dickes Schiff. Aber mit dieser Schwenkflügelmechanik, finde ich immer, das hat sowas, das deutet auf trägergestützte Jäger hin, um sie möglichst eng aneinander packen zu können, werden die Tragflächen eingefahren und man kriegt ein paar mehr nebeneinander hin. Ne? Hier hinten haben wir die dicken Main Thruster, die auch so nach oben und unten noch so ein bisschen abgeschirmt sind, ob das in irgendeiner Form ne, für reduzierte Signalstärke zeugt, weiß ich nicht genau. Da will ich mich auch nicht drauf einlassen, da jetzt Mutmaßungen anzustellen. Auf jeden Fall sehr schick gemacht. So,
Hier haben wir die Manövertriebwerke. Die bewegen sich auch ein bisschen, sind also ja, bewegliche Manövertriebwerke. Ja, wir haben ein Fahrwerk, das eben auch auf Rollen ist. Auch das zeugt dafür, dass es vielleicht trägergestützt sein könnte, ne, dass man halt wirklich sie in irgendwelchen Hangars reinrollen kann später mal und dann bei Bedarf werden die halt rausgefahren und begeben sich in ihre Startposition. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das gute Stück und wir schauen uns die Lady mal von innen an. So, und hier sehen wir schon den größten Unterschied zu den anderen Varianten. Wir haben hier 2, 4, 6 Jumpseats, ja, mit dazugehörigen Waffenracks. Und hier können wir eben auch noch zusätzliche Waffen verstauen. Es ist alles da, was das Soldatenherz begehrt, sozusagen. Ne? Ja, hier hinten haben wir auch schon die erste Komponente. Willst du reinkommen, Captain? Oder? Ich dachte, du wolltest vielleicht dahinter in die Ecke gehen und die Luke schließen. Ich mach das mal so kurz. Genau. So. Und dann haben wir hier hinten nämlich den Quantum Drive verbaut. Und auch hier können wir sogar schon aufmachen, die Klappen. Und dahinter sehen wir direkt den Vitek Military Grade C Crossfield im Original. Ich nehme mal an, das ist das Einzige, was der Captain Spooner nicht ausgetauscht hat, oder? Ich bist du da sicher, dass dann kein Crossfield? Aber ich habe einen Crossfield eingebaut. Also, laut meinen Unterlagen soll ein Crossfield Size 2 verbaut sein. Witzig, wahrscheinlich hat er ihn ausgebaut und hat ihn einen anderen wieder eingebaut. Ja. Aber so ist er halt, unser Captain. Ich mach mal wieder auf, dann kannst du auch mit reinkommen. So. Und ja, wir gehen weiter. Hier habt ihr übrigens gerade gesehen, haben wir den noch einen Shot, ne, zwischen, damit dieser Raum hier halt nicht entlüftet wird, wenn hinten die Klappe aufgeht. Sondern wir haben hier also einen, ja, Luft abgedichteten, Sauerstoff abgedichteten Raum. Die anderen Komponenten sind hier vorne drin und zwar in diesem Bereich hier. Wir haben also jeweils 2 Schildgeneratoren und 2 Powerplants auf der linken und auf der rechten Seite. Und im Original sind hier 2 Schildgeneratoren der Größe Size 2 Fullstop drin. Das sind auch Military Grade C. Und die Powerplants, die hier unter sind, das sind im Original Maelstrom, auch Size 2 und auch Military Grade C. Also es ist wirklich alles im Militärbereich. Ist natürlich auch klar, das hier ist eben ein Militärschiff und deshalb ist es auch logisch, dass es halt mit Militärkomponenten ausgestattet ist. Hier vorne, direkt vor dem Pilotensitz, haben wir dann noch den Kühler. Auch davon haben wir 2 an der Zahl. Und im Original sind das Military Grade C Size 2 Arctic Kühler. So, jetzt wollte ich gerade mal gucken. Hier war doch etwas noch drunter. Genau, hier haben wir nämlich, ja, ich sage immer Geheimfach. Aber eigentlich ist es kein Geheimfach, sondern da wird wahrscheinlich später auch irgendeine Art von Komponente noch reinkommen. Was das letztendlich nachher genau ist, kann ich euch gar nicht sagen. Da der Radar reinkommt oder eine Lebenserhaltung. Ah ne, hier, da steht es auch, Radar. Ne? Also hier unter wird dann mal das Radarmodul drin. Unter der Treppe, wie cool, oder? Drinstehen. Ja, die Pilotenkanzel ist ja eine typische Fighter-Kanzel, finde ich. Ja, wir haben wir setzen uns mal hin. Wir haben einen Sitz, der sich umdreht und wir dann quasi in die Kanzel gesetzt werden oder gefahren werden in die Flugposition. Wir haben relativ viele Streben, ja, aber
Ich glaube, so von der Übersichtlichkeit, Captain Spooner, wie findest du sie? So eigentlich ganz gut, ja. Ne? Wir haben hier 4 MFDs, die wir natürlich auch alle einstellen können, wie wir das wollen. Es ist ja auch gut sichtbar, finde ich. Ne? Also 2 sind voll sichtbar, 2 muss man so ein bisschen vielleicht sich mal umschauen oder so, aber grundsätzlich sehr übersichtlich. So, dann gucken wir uns das gute Stück nochmal von außen an. Ich weiß nicht, warum die Triebwerke laufen. Ich mache sie mal aus. Und wir gucken einfach nochmal um das Schiff rum. Der Skin ist auch nicht original, ne? Oder? Das ist der Timberland Paint. Timberland Paint, okay. Also auch die Farbe ist normalerweise eine etwas andere. Ich glaube, die ist grün, ne? Ist ja also ein bisschen ein anderes Grün, so eher Waldgrün, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wir sehen da oben erstmal den bemannten Turret und hier sehen wir auch die Klappen mit den Raketen. Jetzt will ich doch gerade mal gucken, ob die Klappen zufahren, wenn wir was ausmachen. Nee, das passiert nicht. Wir gehen mal ein bisschen näher ran, damit ich euch das zeigen kann. Da sitzen die Raketen. Ne? Jeweils 4 pro Seite. Und sie sind auch seitlich nicht geteilt. Das heißt, auf der einen Seite sitzen die Dominator und auf der anderen Seite sitzen die Ignite. Ja, sonst haben wir hier oben den Turret noch stehen. Ja, sitzen, stehen. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, und rein optisch ein wirklich schönes Schiff, oder? Was sagt ihr dazu? Haut gern mal eure, ja, eure Meinung in die Kommentare. Interessiert mich ja immer, wie ihr solche Schiffe seht. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Fighter-Typ. Und ist halt nicht mein Gameplay einfach. Aber so rein optisch mag ich sie. Sie hat auch so einen Jet-Style irgendwie. Die Tragflächen ausklappen, kann ich das eigentlich, wenn das Schiff am Boden steht, oder muss ich dafür abheben? Dafür musst du abheben. Okay, dann werden wir das mal kurz machen. So. Zack. So, habe ich es jetzt an? Nee, ich habe das ausgemacht. Jetzt habe ich ausgemacht, das ist auch super. Jetzt haben wir sie angemacht und dann zeige ich euch noch einmal die Flügelmechanik. Und zwar indem wir das Fahrwerk einfahren, klappen die Tragflächen aus, wie ihr hier seht. Und dann haben wir also eine Tragflächenoptik, also eine richtige Fighter-Optik im Prinzip. Sehr, sehr schick, finde ich. So, nichtsdestotrotz landen wir erstmal wieder. Zack. Und hinunter mit dem guten Stück. Triebwerke wieder aus. Und aussteigen. So. Ja, auch hier vorne seht ihr, der Pilotenbereich ist auch wirklich abgeriegelt durch einen Shot. Nochmal. Also selbst wenn hier hinten alles luftleer gesaugt wird, weil irgendjemand die Tür offen gelassen hat, haben wir trotzdem eben noch den Pilotenbereich abgekanzelt, damit da nichts passiert. Hier oben ist der Eingang für den Turret. Da steht es auch, Turret Access. Ja. Und wenn ich nichts vergessen habe, Captain Spooner, habe ich was vergessen? Du hast alles. Viel gibt es ja nicht hier bei dem Schiff, ne? Nee. Also, es ist halt, ja, es ist ein Medium. Ist es noch ein Medium, ist es schon ein Heavy Fighter? Oh, da bin ich jetzt, glaube ich, ist das schon Heavy? Ich bin mir auch wirklich nicht sicher, muss ich sagen. Also, in der Beschreibung steht Size Medium. Allerdings kann das auch auf die grundsätzliche Klasse bezogen sein und nicht auf die Fighter-Größe oder Stärke oder, ne? Also auch gerne mal in die Kommentare hauen, ob es noch Medium oder schon Heavy Fighter ist. Bin ich ja sehr gespannt drauf.
Ja, liebe Leute, und das ist es auch schon wieder gewesen. Ein neues Schiff an einem neuen Tag mit dem lieben Captain Spooner. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Genießt das Verse. Wir freuen uns auf die 3.18 wie die Schnitzel. Wir sind immer noch in der 3.17.4. Und ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, wir schauen mal, was noch so kommt. Ich versuche jetzt auch wieder mehr Videos also zu machen, dass wir noch vor Weihnachten noch das ein oder andere Schiff noch mal mitbekommen. Und ja, in dem Sinne sage ich jetzt over and out, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao.